Das hätte halt nur einen kosmetischen Effekt, ne? Also wäre eigentlich unbrauchbar für. Was baust du hier gerade hin? Ja, das, ich weiß nicht, eigentlich sollte es auch ein Haus werden, aber es ist ziemlich groß. Mhm. Ich bin zu groß. Da wohnt der Dorfälteste. Ja, aber. Warum wohnt der Älteste aus dem Dorf im größten Haus? Das ist logisch. Nee, wir machen das mal nicht so groß. Vielleicht setze ich das mal auch nicht ganz so dicht vorne ran direkt. Das sieht sonst ein bisschen mauermäßig aus. Ja. Moment. Oh, Zeitsprung. Vielleicht hier so. Ich glaube, das hier ist gut. So. Habe ich Hardsteps dabei? Ja, natürlich. So. Dann verbinde ich mal hier den Weg. Okay. Yum, 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 yum. 1, 2 und 3. Ich habe aber keine richtigen Treppen dabei. Mist. Obwohl wir da oben eigentlich auch wieder ein bisschen tiefer gehen könnten. Hm? So eine Ebene tiefer, also da bräuchten wir jetzt hier nicht unbedingt einen, also praktisch den so höher gestützten Boden. Ja, aber dann sieht das so ungleichmäßig aus, dachte ich. Aber naja, gut, könnte man eigentlich machen. Ist ein bisschen Abwechslung drin. Weil hier unten, war es ja eigentlich, ist ja eigentlich auch mehr oder weniger mitgeplant, so als praktisch Hochwasserschutz so am Fluss, ne? Ja, stimmt schon. Nee, du brauchst es. Hättest eigentlich nur, warte mal. Nee, stimmt schon. Ja, ich wollte gerade sagen. Was will die Frombi? Hau ab, du Heini. So, alles weg nochmal zum zweiten Mal. Alles weg ist übertrieben. Oh Gott, ein Huhn. Oh mein Gott. Nein, es ist das Chicken of Doom. So, eigentlich nur das oberste. Das muss jetzt alles eins drunter versetzt werden. Das heißt, den hier zum Beispiel, den da, dong, 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 kannst du auch da lassen. Ja, stimmt. Weil sind die Häuser auch alle auf einer Höhe. Kann man das auch stimmt. Mal beim Nachbarn reinspannen. Das stimmt auch. So, Herr Meier, ich habe gesehen, was Sie da gestern Abend gemacht haben. Was war denn das? Sie perverse Sau. Ach man, dieses scheiß Grasdinger hier. Ja. Der Rasenmähermann ist da. Huch. Yay, Rasenmähermann, endlich. So, machen wir es mal so. Hey, da hat mir mein Holz geklaut, glaube ich. warte mal, ich schau gerade. Nee, ich glaube nicht. Echt? Ich habe gar keinen Platz im Inventar. Moment, mit der Axt sollte ich nicht auf das Zeug einschlagen. Ja, ich mache das auch schon die ganze Zeit falsch. Die Baumdinger, weil da trage ich meine Axt nur ab. So, was brauchen wir irgendwas an Materialien gerade noch? Ja, helles Holz brauche ich auf jeden Fall. Helles Holz, dann gehe ich da mal ein bisschen was anbauen. Ja. Und in den Boden muss man auch noch dann einmal eben tiefer graben als erstes. Ja, bin ich jetzt bei. So, ich renne hier zielsicher auf den falschen Bau. Alter, wow. Warten. Hilfe. Ja, das musst du geben. Komm ich raus. Nicht zu schnell rennen. Alter, da wollte ich doch lang bauen. Noch im Boden. Kann man ein Tiefenobservatorium reinbauen oder so? Könnte man machen. So wie in meinem Haus, weißt du? Ja. Mit Glasboden rein. Ja, sowas irgendwie. Oder man könnte hier direkt den Schacht so nach unten her benutzen und dort so irgendwie so eine Forschungseinrichtung machen, die so ein bisschen unterirdisch hingeht. So praktisch da verschiedene Bodenebenen noch reinziehen und von da aus dann noch ein bisschen was weiterbauen. Ja, aber es passt nicht so richtig, oder? So wo, was weiß ich, wo Menschenversuche durchgeführt werden, so, was weiß ich, Kinder zerhacken und so. Also das übliche Programm meinst du? Ja, so wie wir es halt auch immer, ich meine natürlich, wie wir es nie machen würden.
Genau. Ja, ich weiß nicht, das passt natürlich irgendwie nicht so richtig. Hier in so eine Dorfwelt. In so eine Dorfidylle. Natürlich, genau da passt es rein. Ja, genau, da sind ja die schlimmsten Gegenden, ne? Ja. Boah, kennst du das eigentlich aus Amerika, wo so Dörfer quasi wie kleine, ich sag mal, Gefängnisse aufgebaut sind? So von wegen alles total umzäunt außerhalb dieses Dorfes und ja, die Gemeinschaft lebt dann da auch und hat ihren eigenen Security-Dienst und sowas alles. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Hinterwäldler. Ja, aber kennst du sowas? Schon mal gesehen? Nee, also wüsste ich jetzt nicht. Also es ist echt so krass irgendwie. Also es ist eigentlich ein ganz normales Dorf oder eine Kleinstadt, wie auch immer, ne? Mit eigener Gemeinde, eigener Kirche und sowas alles drin. Und das ist halt alles, wie gesagt, nur komplett umzäunt und komplett abgeriegelt, dass da bloß kein Fremder rauf darf. Okay. Total krank irgendwie. Weil die da irgendwie Angst vor Einbrüchen haben teilweise und sowas alles. Ja, das haben sie ja sowieso alle. Deswegen sind sie alle bewaffnet und erschießen auch regelmäßig Leute. Ja. Einmal die Woche ein. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie einen Arzt oder Apotheker. Und erschießen sie ihn danach. Damit er nicht weiter verraten kann, was sie ihm anvertraut haben. Genau. Ganz klar Amerika, ne? Ja. We all living in America, ne? Das sagst du als größter Fan dieser Band. Ja. Als größter Fan dieser Band. Dieser Band. Ich bin euer größter Fan. So, schauen wir mal. Ich mag eure Band. Mit am Ende. Darf ich mal anfassen? Nein. Das ist so. Creepy. Creepy. Wer ist creepy? Du bist creepy, mein Freund. Du. Oh, Mama, der hat mich schon wieder beleidigt. Wie immer. Wie immer. Der Baum muss weg. Der Baum muss weg. Hui. So, okay. Stimmt, jetzt ganz heimlich so tun, als wären wir es nicht gewesen mit dem Baum. Entschuldigen Sie, Mr. Baum, wer hat Sie denn gesagt? Ich weiß es nicht. Vielleicht der da. Nein, ich war es nicht. Bestimmt nicht, Bitchbaum. Ein Bitchbaum. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Baum. Was soll das heißen? Was wollen Sie mir hier unterstellen? Was ist sie hier zerhackt oder was? Nur weil ich eine Axt habe, die nur von vor Harz trieft, ja? Heißt das nicht, dass ich gerade hier einen Baum sagt? Ja, da hat er natürlich auch wieder recht. Aber Herr Wachtmeister, ist doch ganz offensichtlich, dass er es war. Nein, es gibt keine Beweise. Hier sind überall so Scheißlöcher im Boden, ey. Das ist krass da hinten, ernsthaft. Also seriously. Also wenn wir hier ein bisschen einen Weg graben würden vom Fluss dahin, könnten wir den Fluss ablassen. Ja, wir können uns das Ganze dann nachher sowieso mal angucken. Was da so getan werden muss und was wir so lassen wollen und sowas alles. Alter, ich hab viel zu viel Scheiße dabei. Was kann ich denn mal hier die beiden ins große Loch. Hilfe. Nicht ins große Loch springen. Ja, besser nicht. Oh hey, einer von den Bäumen ist gewachsen. So, da. Weg, Baum. Weg. Welche Bäume brauchst du vernichtet? So. Ich mach sie alle platt. Ich auch. Okay. Dann gehe ich mal noch ein bisschen hier Holz hacken. Jo, davon brauchen wir noch ein bisschen. Und ich bin dafür, dass wir dann auch irgendwann mal eine Bibliothek bauen, damit wir uns das Verzauberungsbuch mal ein bisschen besser zu Gemüte führen können, sage ich mal. Ja, wollten wir doch in diesen Alchemieladen machen, oder? Ja, da passen Bücher rein, aber ich weiß nicht, so eine Bibliothek direkt wäre natürlich auch noch. Du meinst eine reine Bibliothek? Eine reine Bibliothek, wirklich, ja. Ja, könnte man hier auch gut ins Dorf bauen, so für die Allgemeinbildung. Ein Dorf Allgemeinbildung, hallo? Dorf muss man eins sein, damit da keiner kommt und was klaut. Ja, aber könnte man noch machen, oder? Könnte man, ja, aber wie gesagt, eine Bibliothek, da stelle ich mir schon ein bisschen ein größeres Gebäude dann auch mit vor, ne? Ja, und? Soll sich ja auch lohnen. Oder man baut die hier in die Nähe auf jeden Fall.
Obwohl, wenn wir drüben da unser Elendsviertel hinbauen wollen. Er sagt die ganze Zeit Elendsviertel, ne? Ich kenne ja den Plan. Dann würde ich das fast da drüben die Bibliothek mit hinbauen. Können wir auch machen, klar. Das Wissen ist am anderen Ufer. Kann man schon machen. Okay, wir dann können die Bibliothek auch in den Berg hineinbauen, sodass sie so ein bisschen rausguckt dann. Okay, die Idee gefällt mir. Da müssen wir. Also, dass die halt so halb rausguckt und halb drin gebaut ist. Ich weiß, was du meinst. Ich überlege gerade. Das ist mit den Höhlen ziemlich geil. Hör mal, können wir die Bibliothek ja auch über mehrere Stockwerke machen? Dann brauchen wir aber arsch viele Bücher. Ja. Wir haben ja unseren Bauernhof, wo wir Kühe haben, wo wir Kühe züchten können. Wir können die ja auch mal wieder melken. Melken, ja. Kühe ernten. Die sind, glaube ich, reif. Ja, liebe Kinder, wir melken Kühe. So. Ich habe hier gerade eine Kuh gefunden, eine wildlebende Kuh, aber natürlich hat sie kein Leder dabei. Und es war eine verdammte Falle! Diese Kuh hat mir eine Falle gestellt. Ich komme hier nie mehr lebend raus. Ich muss mir die Füße abschneiden und sie essen. Ach. Plopp. Achso, Hubert hat auch schon. Okay, ich war auch gerade dabei. Nee. Aber das ist doch auch eine ganz coole Idee, da so eine Bibliothek hinbasteln. Okay, die hat Leder dabei. Sehr gut. Äpfel weg. Sehr gut. Ich habe gleich das Leder eingesammelt. Das wertvollere Material. Die hat nur Fleisch gedruckt. So, schauen wir mal, wenn wir hier. Warte mal, was haben wir denn hier? Das ist doch ein schönes Ding. Ein schöner größer Höhlenraum. Hier hatten wir die Lava damit. Ah ja, das ist der, okay. Also, wir können uns ja auch den Höhlenraum dann weiter anpassen. Wir müssen ja nicht irgendwas nehmen. Und außerdem würde das ganz gut passen, weil es ja so nach und nach auch der Cobblestone ernsthaft mal ausgeht. Also mir zumindest, ich habe nur noch 2 Stacks oder so in meinem Haus. Ja, ich habe noch einen Keller voll mit Kobbel. Ah, okay. Da würden wir meinen benutzt haben dann. Wahrscheinlich meistens, ja. Aber pass auf, Yui, ich hab hier einen schönen Plan. Ja, erzähl. Du bist so, okay. Wir haben ja hier diese längliche Höhle, die nach oben führt. Warte mal ganz kurz, ich mache eben das Haus noch schnell zu Ende, das dauert nicht mehr lange. Dann komme ich gleich einfach mal vorbei. Okay, ich fange hier gerade mal mit so ein bisschen Planierarbeiten schon mal vorher vorne an. Willst du das jetzt direkt machen? Ja, zumindest den Bereich schon mal markieren so ein bisschen. Draufpinkeln? Ja. Wie man halt so sein Revier markiert, ne? Ja, genau. So, das machen wir. So. Jawohl. Ja. Ich glaube, das wird gut. Das gefällt mir. Like. So. Auf welcher Höhe ist das da drüben? Auf der Höhe? Ja, genau. Dann baue ich genau den falschen Block ab. Okay. Natürlich habe ich nicht genug Cobblestone dabei, um mir das so zu markieren, wie ich das mit dem Cobblestone markieren wollte. Wie das so ist im Leben. Wieso ist in Minecraft? Minecraft ist doch das Leben! Genau, man hat immer zu wenig Cobblestone dabei. Ja, aus Prinzip. 1, 2, 3, 4, sieht man da raus hin, jawohl. Sehr gut, das ist dann hier die Begrenzungswand. Das passt dann schon mal. Moment, das wollte ich gar nicht machen, was ich gerade gemacht habe. So ein Quatsch. Das Ding müssten wir wahrscheinlich noch... Mir kommen gerade Ideen, wie man das hier alles machen könnte. Das ist gerade geil. Die verwerfe ich alle gleich. Freue ich mich schon drauf. Die Idee ist schlecht. Ist ja scheiße. Nee, m-m. Nee, mal auf. Nee, ach komm, lass den Scheiß. Ballas, benimm dich. Mensch, kack nur. Sowas in die Richtung? Ja, genau.
Okay, finde ich gut.